Was geht ab, meine lieben Freunde? Darauf hat die Nation gewartet. Es gibt in der Arena einen neuen Spieler. Oder besser gesagt, drei neue Gladiatoren im Kolosseum. Das Trio nennt sich Blacklist Django Game und hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Parteien, die im Spiel sind, nacheinander zu erziehen. Ich habe bereits im Vorfeld mit den Jungs gesprochen und sie wollen im YouTube-Game aufräumen. Dabei wollen sie gegen Mobber und Unterdrücker vorgehen. Bereits im Vorfeld wurde ihnen gedroht, doch sie sind sich ihrer Sache sicher und lassen sich nicht aus dem Konzept bringen. Auch hier möchte ich betonen, dass solange sie für das Gute kämpfen, haben sie meine 1000%ige Unterstützung in jeder erdenklichen Form. Und mich würde es freuen, wenn ihr sie auch unterstützt und ihr Kanal und vor allem das jetzige Video verbreitet. Und jetzt zum aktuellen Video. In diesem richten sie ihre Worte an Amir hier, einem YouTuber, der über Rocker News berichtet und sich in letzter Zeit aber Genghis44 verschrieben hat. Hier fordert Trickster den YouTuber auf, sich für seine Aussagen zu entschuldigen. Andernfalls würden pikante Videos veröffentlicht werden. Damit wäre er kein YouTube-Star in Anführungszeichen mehr, sondern ein... Nee, Leute, das Wort kann ich hier nicht aussprechen, da das Video sonst gelöscht werden würde. Für die, die denken, dass es alles nur ein Bluff ist, kann sich sicher sein, dass die Jungs ernst zu nehmen sind. Denn sie sind gut organisierte Hacker. Aber schaut es euch an und schreibt in die Kommentare, ob ihr euch freut, dass endlich auf YouTube aufgeräumt wird. Viel Spaß und Peace out. Also wir sind zu dritt auf jeden Fall. Und ich bin jetzt das Sprachrohr für diese ganze Geschichte. Wir gucken uns dieses Django-Game jetzt über eine längere Zeit an, vielleicht 6, 7 Monate. Und es ist uns einfach aufgefallen, dass bestimmte Leute, die eigentlich gar nichts zu tun haben in diesem Video, YouTube oder auch gar keinen Channel hatten, eigentlich gar nichts damit zu tun haben, dann jetzt halt über diese ganze Zeit Videos gemacht haben, die eigentlich ausschließlich aus Beleidigungen, Hass und auch anderen schwachsinnigen Content bestehen, was man, wenn man einen niedrigen Bildungsstand hat, vielleicht als unterhaltsam erachten könnte, aber normalerweise nicht unterhaltsam ist. So, uns reicht das jetzt und wir möchten jetzt gerne mal so eine kleine Erziehungsmaßnahme für gewisse Leute einleiten. Und deswegen spielen wir jetzt ein Spiel. Ja. Also, der Erste auf unserer Liste, der unfreiwillige Erste, ist der Herr Amir hier. Hallo, Herr Amir hier, ja. Du hast uns ja auch schon ganz früh gesehen und ja auch schon auf uns reagiert. Und gebeten, dass wir dich verschonen und so weiter. Tut mir leid, wir können dich leider nicht verschonen. So leid es mir tut, es geht nicht. Mit dir fangen wir jetzt an. Amir, ich möchte dir ein kleines Gedankenexperiment vorstellen. Stell dir einfach mal vor, dass deine Webcam, deine Handycam, die du hast, dass man dich dadurch sehen kann, ja. Stell dir das mal vor, wenn das so wäre. Dann wäre es ja auch so, dass man dich die ganze Zeit beim Wichsen filmen könnte. Wir haben jetzt schon mal im Voraus den YouPorn-Kanal Amir der Schleuderer erstellt. Den Kanal findet ihr auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und Amir, du bekommst jetzt eine Aufgabe von uns. Ja? Du hast in deiner YouTube-Karriere-Laufbahn, würde ich das jetzt mal nennen, einige Leute beleidigt, also einige. Und vielleicht schaust du dir einmal deine ganzen eigenen Videos einmal nochmal an und guckst mal, wen du so beleidigt hast. Und nimm das mal zurück, entschuldige dich einfach dafür, Mann.